Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier beim digitalen Start Online. Bei uns geht es heute um die hybride Cloud-Strategie der Bundesregierung, die bereits im Koalitionsvertrag der Ampelregierung beschrieben wurde. Marktteilnehmer sind dazu aufgefordert, Cloud-Lösungen anzubieten, die den Anforderungen an die digitale Souveränität gerecht werden. Hier ein Beispiel. Microsoft liefert die Softwareinfrastruktur. Die Lizenz wird von SAP zeitweise erworben und dann in deutschen Rechenzentren selbstständig betrieben. Es handelt sich dabei um eine Industrieinitiative. Der Bund hat keinen Auftrag gestellt und er ist auch nicht am Investment beteiligt. Die Erwartungen der Industrieunternehmen dürften dementsprechend hoch sein, wenn es darum geht, dass sich möglichst viele Bundesbehörden, aber auch Länder und Kommunen an den Lösungen beteiligen, dass sie sie für eigene Cloud-Anwendungen nutzen oder den Industrieunternehmen Aufträge vergeben. Über diese infrastrukturellen, vergaberechtlichen und auch politischen Fragen sprach unser Chefredakteur Uwe Poll mit Herrn Hagel, Senior Vice President Sales, Public and Energy von SAP und mit Herrn Welz, der CEO der Delos Cloud GmbH, einer Firma, die neu für die Umsetzung dieses Projekts gegründet wurde. Beide jetzt im Interview mit Uwe Poll. Ja, ganz herzlichen Dank für die Anmoderation aus dem Studio, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Expertengespräch zu dem Thema, das die große Überschrift trägt, souveräne Cloud-Plattform für Deutschland oder eben digitale Souveränität. Dazu haben wir heute zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal Nikolaus Hagel, ganz herzlich willkommen. Und Georg Welz, auch ebenso willkommen. Ich stelle Sie mal beide ganz kurz vor, bevor wir zu einer einleitenden Frage kommen, die unseren Zuschauern dann auch das Thema umreißen wird. Also Herr Hagel hat Betriebswirtschaft studiert und war dann bei allerlei Unternehmen aus der IT-Branche in verschiedenen Funktionen. Und ist seit 2009 jedenfalls nach meinen Unterlagen bei der SAP Deutschland, hat dort auch verschiedene Funktionen durchlaufen, war dann über mehrere Jahre Vertriebsleiter der SAP Deutschland und ist seit Mai 2019, das ist ja schon ein paar Tage her, Herr Hagel, Mitglied der Geschäftsleitung der SAP Deutschland. Und als solches begrüßen wir Sie ganz herzlich in verantwortlicher Funktion der SAP. Herr Georg, ich habe jetzt eine Frage, Herr Welz. Georg oder Georges? Georges, danke. Georges, Entschuldigung. Also, Herr Georges Welz ist ebenfalls in vielen Stationen der IT-Wirtschaft gewesen, hat dort alles Mögliche durchlaufen und war dann Mitte der 10er Jahre dieses Jahrhunderts Vertriebsleiter bei der EMC, die wir alle kennen, und ist dann seit 2016 beim Government der Microsoft Deutschland GmbH gelandet bzw. dort tätig gewesen und war dort in einer Funktion als Direktor für den Government Service tätig. Und seit April 2022 ist er Senior Vice President Head of Sovereign Cloud Germany Programm der SAP. Und seit Juli 2022, und das ist einer der Gründe, warum wir jetzt hier zusammengekommen sind, ist er der CEO, also der Chef der Delos Cloud GmbH, erinnert stark an die griechische Insel, wo man irgendwie, glaube ich, nicht niederkommen konnte und deswegen göttliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. Gut, meine Herren, fangen wir vielleicht, ich überlasse Ihnen die Reihenfolge, ob erst die SAP oder dann Delos antworten will. Ich würde gerne einfach mit einer kurzen Darstellung Ihrerseits beginnen wollen, nämlich die Frage: Es gab lange Diskussionen zwischen Teilen der Bundesregierung, da gibt es ja auch nicht immer nur eine Stimme, zwischen Teilen der Bundesregierung und der Firma Microsoft über die Möglichkeit einer Cloud-Anwendung. Und dann gab es andere Initiativen beim ITZ-Bund einer Bundescloud, bei anderen Initiativen die Idee, man könne eine Cloud auf Open-Source-Software entwickeln. Es gibt auch schon allerlei Cloud-Lösungen,
Aber wenn man an die Vielzahl der Nutzer von Microsoft-Programmen denkt, gibt es eben keine Cloud, die so das alles auffangen könnte und digital und souverän gleichzeitig abwickeln könnte. Und dann ist man auf die Idee gekommen, bei Microsoft mit der Bundesregierung, glaube ich, über das, ich glaube, das heißt Airgap-Modell, weil in den USA gibt es das ja schon, und die Franzosen machen ja was Ähnliches mittlerweile unter dem Firmennamen Bleu, eine Lösung zu finden, sozusagen einer gekapselten Cloud, die aber auf Microsoft, also Azure-Technologie läuft. Und dann kam die SAP ins Spiel, weil man wollte ja keinen amerikanischen Betreiber der Cloud, also Microsoft, man wollte deren Technologie, aber man brauchte einen deutschen Betreiber. Und da kam die SAP ins Spiel, als deutsche Firma, die diese so digitale souveräne Cloud für die öffentliche Verwaltung und vielleicht auch noch für mehr Kunden, da kommen wir vielleicht später noch drauf, betreiben will. Und zu diesem Zweck hat die SAP Deutschland die Firma Delos gegründet und denjenigen, der diese ganze Aktion bei der SAP moderiert und vorangetrieben hat, den haben wir heute hier, Herrn Hagel. Vielleicht fangen wir mit Ihnen mal an. Und derjenige, der es jetzt organisieren soll mit der Firma Delos, den haben wir auch hier. Der Georges Schwels kommt danach. Herr Hagel, ist meine Darstellung richtig und um was würden Sie das gerne ergänzen? Gut, das war jetzt eine sehr ausführliche Einleitung der Historie der letzten, würde ich mal sagen, 5 Jahre. Insofern stimmt es mehr oder weniger. Ich denke, ganz entscheidend wird sein oder ist an der Stelle, dass ich glaube, es unstrittig ist, dass für die digitale oder für die Umsetzung der Digitalstrategie oder überhaupt Digitalisierung Deutschlands Cloud-Lösungen ein enormer Hebel wäre. Also sprich die Skalierbarkeit, die schnelle Adaption etc., Vorteile von Cloud-Lösungen hier helfen können. Dann ist es, glaube ich, auch unstrittig, dass bestehende Hyperscaler-Technologien unglaublich viel Erfahrung haben, die man nutzen kann, um nicht zu sagen nutzen sollte. Und damit ist aus meiner Sicht irgendwo dann ein logischer Schritt, dass die SAP als der größte europäische Softwarehersteller und als deutsches Unternehmen hier tatsächlich auch in die Verantwortung geht und sagt, okay, mit einem unserer größten Partner, nämlich der Microsoft, als Technologielieferant gründen wir eine Firma, die Delos Cloud GmbH, die dementsprechend dann die souveräne Infrastruktur zur Verfügung stellen kann, auf der einerseits wir als SAP und als Softwarelieferant unsere Lösungen bieten können, aber da werden wir auch später nochmal drauf zukommen, natürlich die Delos Cloud GmbH komplett unabhängig ist und dementsprechend dort auch andere Software bzw. Cloud-Services liefern kann, wie auch wir als SAP, sofern es, und Sie haben ja viele aufgezählt, ja, dass es viele Aktivitäten gibt. Und das finden wir auch gut, dass viele Aktivitäten, weil das gibt ja dann auch eine gewisse Wahlfreiheit auf Kundenseite, die aus meiner Sicht auch wichtig ist. Und dementsprechend sollte es noch andere Angebote am Markt geben, die eben die Grundvoraussetzungen des Kunden widerspiegeln, nämlich die Rahmenbedingungen einer souveränen Cloud bzw. eines souveränen Infrastrukturlayers, auf dem wir dann auch unsere Lösungen anbieten können, werden wir das auch tun. Also insofern diese doppelte Unabhängigkeit der beiden Unternehmen ist, glaube ich, ein wichtiges, eine wichtige Message, die einhergeht mit dieser Gründung der Cloud, der Delos Cloud GmbH. Ja, Herr Hagel, danke dafür. Ich würde vielleicht noch mal zusammenfassen. Also es gibt eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Firma Microsoft und der SAP Deutschland, nicht mit der Bundesregierung, über die Etablierung einer Cloud-Infrastruktur, die den politischen Anforderungen der digitalen Souveränität gerecht wird. So, glaube ich, könnte man das in einem Satz vielleicht richtig Ja, ein bisschen formulieren. korrigiert vielleicht an der Stelle. Die SAP ist ja ein bisschen anders strukturiert. Die Landesgesellschaft der SAP ist ja sozusagen zwar für die Geschäftsabwicklung zuständig, aber in dem Fall schließt die SAP SE Verträge. Insofern ist die SAP SE dementsprechend hier mit Microsoft wird in der Vertragsbeziehung sein. Aber ja, Zielsetzung ist es eben dementsprechend eine
Cloud-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und es gibt keinerlei Abnahmeverpflichtung oder Pre-Invest von Kundenseite. Das heißt also, die SAP investiert hier, um dann dementsprechend mit oder mit Hilfe der Delos Cloud GmbH ein entsprechendes Angebot dem Kunden zu unterbreiten. Gut. Zum Angebot, wann und wie, kommen wir später noch. Jetzt würde ich ganz gerne Herrn Georges Welz bitten, also für die meisten unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, vorwiegend aus dem öffentlichen Dienst, dürfte Delos, vielleicht haben Sie es irgendwo mal gelesen, im Behördenspiegel oder in einer anderen Zeitschrift oder Zeitung oder gehört, aber doch noch ein relativ unbeschriebenes Blatt sein. Vielleicht klären Sie uns einfach mal auf, Herr Welz. Seit wann gibt es die Firma? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die? Wie viel soll sie bekommen? Wie wird sie sich präsentieren? Wo ist der Hauptsitz? Und das ist der erste Fragepunkt zum Körper und zum Aufstellung der Firma Delos. Und vielleicht können Sie dann direkt anschließend auch sagen, das werden ja vermutlich deutsche Rechenzentren sein. Mehrere sind die schon existent, auf denen das Ganze laufen soll, wenn Sie da vielleicht zur technischen Infrastruktur was sagen. Also einmal zum organisatorischen und zum zweiten zum infrastrukturellen. Herr Welz. Herr Paul, vielen lieben Dank. Ich würde das einleiten gerne mit etwas Aufsetzenden noch auf Ihre erste Frage und der Antwort vom Herrn Hagel. Also, was ist der ursächliche Zweck, sehr, sehr stark eingedampft der langen Historie der Delos? Die Anforderungen der Bundesverwaltung, der öffentlichen Hand, der Länder in Deutschland, also generell der öffentlichen Verwaltung, Hyperscaler-Technologie einsetzen zu können, mal völlig losgelöst von welchem Hyperscaler, ohne dabei Abstriche machen zu müssen im Bereich Souveränität, aber auch Datenschutz, IT-Grundschutz etc. Ja. Wie richtig beschrieben, gibt es dazu schon länger laufend ein Projekt. Diese Souveränität zu erreichen, all diese Dinge zu erreichen, hat grob drei Themenblöcke. Einmal technologisch, einmal durchaus juristisch, legal und einmal im Betrieb. Das heißt, ich muss auch, wenn ich es technisch löse, wenn ich es vertraglich und aus juristischer Sicht löse, muss ich trotzdem eine nationale Betreibergesellschaft haben, die keinerlei Abhängigkeiten zu einer auswärtigen Staat oder eben einem ausländischen Konzern hat, die dazu führen könnten, dass meine Souveränität, meine Wahlfreiheit, wie Herr Hagel richtig gesagt hat, eingeschränkt wird, wie ich denn welche IT, welche Software, welche Themen in Deutschland einsetze. Dazu wurde die Delos Cloud gegründet. Die braucht natürlich auch ein finanzielles Fundament, das dankenswerterweise eben SAP und die Avato in Zukunft als Partnerfirma zur Verfügung gestellt haben. Und die befindet sich gerade im Aufbau mit grob geschätzt drei Themenbereichen. Ja, wir sind heute irgendwo zwischen 30 und 50 Leuten. Es werden so viele werden, wie wir brauchen, um vollkommen unabhängig eine Hyperscaler-Plattform in Deutschland für die Verwaltung zu betreiben. Und in diesen drei Themenblöcken werden wir uns in den nächsten 2 Jahren beschäftigen mit einmal dem Aufbau dieser Rechenzentren in Deutschland an zwei Standorten, dem Aufbau der Firma selber, weil eine Firma braucht auch einen Körper, sie muss auch Personalwesen haben, sie muss auch irgendwie abrechnen können an irgendeinem Tag. Und der Frage der Struktur, wie wir denn unsere Kunden, die IT-Dienstleister der öffentlichen Hand auf Bund, Länder und kommunaler Ebene anbinden, informiert halten, wie das Ganze dann auch in einem Vergabeprozess funktionieren wird etc. Das sind die drei groben Themenbereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Der Hauptsitz ist aktuell in Berlin-Schönefeld. Werden mit relativ zeitnah die Hauptrepräsentanz in Berlin selber haben. Wie heute aber auch immer üblich, werden die Mitarbeiter über Deutschland verteilt sein, und auch die Rechenzentrumstandorte, wie Sie angesprochen haben, sind in Deutschland und befinden sich aktuell schon im Bau respektive in der Ausstattung, in dem technischen parallel laufenden Prozess der Aufbau der Plattform und der parallelen Validierung mit dem BSI, mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Ja, ich habe eine Nachfrage, Herr Welz. Ich glaube, es sind drei Rechenzentren und Sie haben gesagt, die sind im Aufbau, also werden das Rechenzentren sein, die nur für diesen Zweck dienen oder werden das sozusagen Rechenzentren sein, die Sie auch anmieten, wo auch andere Kunden rechnen? Also die Räumlichkeiten werden dediziert sein. Es sind aktuell zwei, aber in
in sogenannten Co-Locations, die wir nutzen werden. Die Zielgröße sind irgendwann ist eine 3+1 Architektur. Warum jetzt 2 und erstmal in kommerziell verfügbaren Räumlichkeiten? Das hat tatsächlich einfach was mit Geschwindigkeit zu tun. Der Aufbau eines kompletten Rechenzentrums, aber vor allen Dingen die Versorgung mit Energie, Kühlung etc. funktioniert nicht auf dieser Timeskala, die wir momentan haben, die auch gerne die Verwaltung und auch in dieser Legislaturperiode notwendig ist. Ja, Sie hatten auch angesprochen das Thema Vergabe. Das ist ja den Beobachtern auch nach den einleitenden Worten von Herrn Hagel nicht so ganz klar, wie da jetzt was vergeben werden wird müssen oder wie nicht. Herr Hagel hatte gesagt, der Kunde hat selber kein Auftragsverhältnis oder ja genau kein Auftragsverhältnis, hat auch kein Pre-Invest gemacht. Also für den Kunden stellt sich jetzt plötzlich das Angebot, das gibt es jetzt auf einmal auf dem Markt, das Delos macht. Und jetzt ist die Frage die, wie kommt der Kunde dahin? Switcht er einfach jetzt von Microsoft direkt dann zu Delos oder ist da tatsächlich ein Vergabeprozess dazwischen zu schalten? Da stelle ich mir Fragen, ja, also wahrscheinlich nicht nur ich, also, aber vielleicht können ja die Herren Georges Wels und Herr Hagel darauf antworten. Da werden ja schon Juristen sich seit einiger Zeit mit beschäftigen. Wie wird dieser Vergabeprozess, wird der notwendig und wie würde der dann laufen? Können Sie da was zu sagen? Also ich glaube, ein Vergabeprozess in welcher Form auch immer, es gibt ja sehr viele verschiedene Vergabe, wird notwendig sein. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist das Modell zu diskutieren und zu verstehen. Und dann kann man die Details da drin ausarbeiten. Wir sind erstmal Plattformanbieter. Das heißt, was auch immer die öffentliche Hand an Eigenentwicklungen, an bestehenden kommerziellen Softwarelösungen oder an Kombinationen davon darauf machen will, ist im Innenverhältnis zwischen dem jeweiligen Anbieter und der öffentlichen Hand. Wir sind eine weitere Plattform, auf der man zum Beispiel SAP von Herrn Hagel nutzen kann. Und das ist eben ein wichtiger Bestandteil der Souveränität. Da haben wir auch keinerlei Interaktion, damit sind wir damit auch in den Vergabeprozess nicht eingebunden. Wir stellen eine sichere Plattform, die die Auflagen erfüllt. Ob Sie als Kunde SAP von uns auf der Plattform beziehen, aus Ihrem eigenen Rechenzentrum oder im Rahmen des Multicloud-Szenarios der öffentlichen Verwaltung von Dritten, ist ja nicht die Frage, die wir regeln müssen. Das ist die Wahlfreiheit des Kunden. Es wird aber trotz allem auch aus Geheimschutzsicht die Notwendigkeit geben, ein Vertragsverhältnis mit dem Plattformanbieter zu haben. Plus für alle Microsoft-Dienste werden wir auch eine Vergabe machen müssen, ja, weil diese souveräne Erbringung der Microsoft-Dienste ist ja de facto damit ein neuer Bezugsweg und den werden wir sukzessive jetzt über die nächsten Wochen und Monate regeln. Das Ziel ist es, eine möglichst klare und einfache Struktur zu schaffen, die sowohl für Bund, Länder und Kommunen funktioniert und nicht in einer Einzelfallentscheidung. Und die dritte Dimension ist, dass man sicherlich unterscheiden muss zwischen Infrastrukturdiensten, PaaS-Diensten und Software as a Service. Und auch dort diese Wahlfreiheit zu erzeugen. Am Ende muss für den Kunden klar sein, ich kann eine Softwarelösung wie SAP auf verschiedenen Plattformen haben oder ich kann auf der Plattform Delos verschiedene Softwarelösungen haben. Und das ist jetzt, bin ich vollkommen bei Ihnen, erstmal kein profanes Problem, das man mal schnell beim Frühstück löst. Aber vor allen Dingen werden wir es im Dialog mit der öffentlichen Hand und mit den zuständigen Stellen lösen, um irgendwie ein sinnvolles, belastbares Modell zu haben, das aktiv funktioniert täglich, aber auch sämtlichen Vorgaben, die wir denn so haben, entspricht. Ja, ich versuche mir ja immer besonders auffassungsbegabt zu geben, aber wenn ich an die hybride Cloud-Strategie der Bundesregierung denke, dann scheint die mir bei diesem System hier schon anzufangen, ja, also bei den verschiedensten Möglichkeiten, die der Kunde dann hätte. Also der Kunde hätte die Möglichkeit, SAP selbst mitzubringen, also das wird er wahrscheinlich dann tun, und dann auf der Infrastruktur von Delos laufen zu lassen. Der Kunde hat nicht die Möglichkeit oder sieht es nicht vor, Microsoft selber mitzubringen, sondern Microsoft dann über Delos zu beziehen, ja, habe ich das richtig verstanden? Richtig, wobei ich glaube, da muss man trennen zwischen technischem Bezugsweg und Lizenzweg. Also ein Teil der Souveränitätsanforderung ist ja auch, dass wir auch Lizenzgeber sind. Also wir werden Eigentümer der Plattform, Besitzer und Lizenzgeber sein. Warum? Weil wir sonst wieder eine Abhängigkeit ins Ausland hätten. Und damit kreiere ich
im Prinzip, auch wenn es faktisch inhaltlich nicht so ist, ja ein neues Produkt, für das ich eine neue Vergabe brauche. Und Also deswegen ist der Microsoft Microsoft-Fall, vermietet oder verkauft die Lizenz an Sie. tritt die Lizenzrechte ab gegen Nutzungsgebühr, hat aber damit keinen direkten Durchgriff auf die Lizenzierung. Deswegen muss man immer den Fall Microsoft einmal als Plattform und als Softwarelösung unterscheiden vom Rest des Marktes, lässt sich aber nicht anders darstellen. Und der Kunde kann aber auch sagen, ich bringe Eigenentwicklung oder irgendeine Fachlösung, die ich bei irgendeinem anderen Softwareunternehmen, einem kleineren natürlich als der SAP, Herr Hagel, einem anderen Softwareunternehmen gekauft habe, bringe ich mit und lasse das auch auf Delos laufen. Richtig, der Kunde ist im Ziel ja der IT-Dienstleister der öffentlichen Hand, auf welcher Ebene des Föderalismus auch immer. Und der besitzt sozusagen seine eigene Cloud-Plattform, also seine Cloud basierend auf unserer Plattform. Wir sehen, der sieht eine logische ITZ-Bund-Cloud. Und darin kann er ausbringen, solange wir die Souveränitätsmaßstäbe und Richtlinien einhalten, eigenentwickelte Software, ein modernisiertes Fachverfahren, das nach Cloud-Parametern entwickelt wurde, neu entwickelte OZG-Verfahren oder bestehende Softwareverträge, die er schon hat. Ja. Den einzigen Übergang, das haben Sie richtig erkannt, wir müssen an irgendeiner Stelle, wenn man heute einen Microsoft-Service nutzt, diesen Vertrag mit Microsoft beenden und dann uns übergeben. Wobei ja die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass beides weiter existieren wird. Also ich werde einen Vertrag haben mit Microsoft für bestimmte Dinge und einen mit Delos. Unsere Aufgabe ist es, eine souveräne Cloud-Plattform anzubieten und nicht das komplette Portfolio auch noch für einen ganz breiten Kundenkreis anzubieten. Ja, Herr Wels, also ich habe jetzt auf alle Fälle gelernt, neben der Stunde der IT-Fachexperten schlägt auf alle Fälle auch die Stunde der Juristen. Ja? Also das auf Ihrer Seite als auch insbesondere auf Seite der öffentlichen Hand. Und die haben ja genug Juristen, die sich da jetzt mit beschäftigen können. Bleiben wir aber nochmal bei den praktischen Fragen. Vielleicht die Frage, wann geht es denn los? Also das ist ja auch eine Frage. Beim Bund drängelt man vielleicht gar nicht so sehr im Moment, aber das eine oder andere Bundesland, Herr Hagel, glaube ich, hat schon mal bei Ihnen angefragt, wann können wir denn loslegen und was sagen Sie dann? Gut, also sagen wir mal so, die Nachfrage ist, glaube ich, unbestritten, dass die groß ist. Ja, insofern ist es sicherlich notwendig, mit Hochdruck an dem Angebot zu arbeiten. Daher kann ich zumindest den ersten Teil der Frage bestätigen, dass es viel Interesse gibt, ja, und natürlich auch einen hohen Grad an Interesse, wann wir loslegen können. Der wichtige Punkt an der Stelle ist allerdings, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, zu warten, bis wir tatsächlich mit Delos das fertige Angebot haben, sondern wenn ich mir jetzt, und jetzt rede ich von den SAP-Themen und von den SAP-Transitionen, wenn ich da jetzt mir überlege, wie man so ein Projekt schneiden kann, kann ich nur jeden Kunden motivieren und auch appellieren, tatsächlich mit uns jetzt in den Dialog zu gehen und jetzt die Schritte zu planen, wie denn so eine Migration in die Delos Cloud stattfinden kann. Da sind wir einerseits natürlich intern mit den Kollegen von Herrn Wels, aber auch mit unserem Ökosystem dabei, sagen wir mal, Programme oder Angebote zu schnüren, wie man tatsächlich bestehende Lösungen, die ich heute in einem irgendwie gearteten On-Premise-Szenario habe, die ich dann möglicherweise in die Cloud transferieren möchte. Das wäre Szenario 1. Szenario 2 wäre zu überlegen, welche Prozesse möchte ich denn zukünftig in der Cloud abbilden, sagen wir es mal so. Und dabei jetzt nicht einfach nur irgendeinen bestehenden Prozess zu digitalisieren, sondern tatsächlich auch zu überlegen, wie kann ich denn den Prozess modernisieren, um ihn dann digital abzubilden. Und das sind alles Vorgänge, die wir jetzt in der Übergangsphase machen können. Und wenn man sich mal überlegt, wie so Projektlaufzeiten sind und wie auch so sagen wir mal, der Umgang mit modernem Denken sein, weil am Ende des Tages Digitalisierung fängt ja auch im Kopf an, dass ich bereit bin, diese Transition zu machen, macht es absolut Sinn, jetzt zu starten. Und wenn wir dann in 2 Jahren vielleicht auch live gehen, können, live gehen wollen, dass wir dann auch tatsächlich live sind und nicht erst dann mit diesen Überlegungen starten, sondern dann dementsprechend auch sofort in der Delos einen funktionierenden Cloud-Service anbieten können oder nutzen können, vor allen Dingen von Kundenseite.
Ja, Herr Hagel, Sie erlauben, dass ich aus Ihrer Antwort heraus das extrahiere, was ich wissen wollte. Also 2024 reden wir über den Start und bis dahin soll aber ein Probe- und Teilbetrieb mehr Erkenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit den Kunden bringen. Ja, habt ihr das richtig so verstanden? Also ja, also der, wie gesagt, jetzt ein Probebetrieb beziehungsweise ein Projektbetrieb, natürlich nicht in einem souveränen Environment, ist aus unserer Sicht absolut zu empfehlen. Und natürlich arbeiten wir gemeinsam, ja, und vor allen Dingen die Kollegen von Herrn Welz und Co. Zusammen mit Microsoft einen Produktivstart so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Und wenn das in 2 Jahren der Fall ist, denke ich, wären wir schnell unterwegs. Natürlich ist Zielsetzung, und da will ich jetzt Herrn Welz aber auch nicht vorweggreifen, aber aus unserer Sicht, logischerweise wäre es wünschenswert, es tatsächlich in so einem Zeitraum auch zur Verfügung zu haben, weil wir eben diesen großen Demand auch von unseren Kunden haben. Ja, Herr Welz, meine Frage ist die an Sie. In all unseren Erörterungen, Diskussionen, Veranstaltungen, Newslettern und Sendungen war immer der Bund im Fokus. Der Bund will digitale Souveränität. Jetzt ist das sozusagen primär mal eine bundespolitische Diskussion gewesen. Aber man hört ja auch hier und da, dass die Länder sich da Gedanken zu machen. Bei den Kommunen sieht es natürlich schon ein bisschen anders aus. Die stellen sich erstmal die Frage nach der Praktikabilität und nach den Kosten. Und da jetzt im übertragenen Sinne stellen die sich jetzt nicht so die Frage nach einer kommunalen Souveränität, ja, weil die natürlich auf einer anderen Staatsebene beziehungsweise auf einer ganz anderen Verwaltungsebene arbeiten. Daher meine Frage, für wen steht denn die Plattform und die Infrastruktur Delos am Ende des Tages offen? Für Bund, für alle Länder, auch für alle Kommunen, auch für kleine Kommunen und womöglicherweise auch für Betriebe und Unternehmen mit Bezug zur öffentlichen Hand? Also die ursächliche, und das ist ein Kundenwunsch, Definition ist Bund, Länder, Kommunen, die klassische Verwaltung. Und auch ja, der Dienst wird den Kommunen zur Verfügung stehen, auch den Ländern. Gewünscht und sinnvoll ist ja eben eine Kontrahierung über die jeweiligen IT-Dienstleister, die wir ja auch auf kommunaler Ebene haben. Das erweiterte Umfeld, und das ist natürlich auch eine Grauzone, die gerne verschwimmt, also ab welcher Beteiligung des Staates, kritische Infrastrukturen, wie gehen wir mit Gesundheitswesen um, wie gehen wir mit gesetzlichen Krankenkassen um, das sind alles Dinge, die wir in den nächsten 2 Jahren und wahrscheinlich auch noch folgende diskutieren werden. Das hat 2 Aspekte. Erstmal ist die Grundentscheidung tatsächlich die, die der Kunde treffen muss, also die öffentliche Hand in Deutschland. Da geht es ja auch um die zu erwartende Schutzklasse von VSNFD und was will ich dort alles anbinden. Im Übrigen muss ich anmerken, also jetzt macht sich eine Kommune vielleicht nicht so wahnsinnig viel Gedanken um die Souveränität in Deutschland oder der Bundesrepublik Deutschland, aber es ist am Ende des Tages so, dass trotzdem dieses Regelwerk zum Umgang mit personenbezogenen Daten, mit Patientendaten, IT-Security gilt dort ganz genauso. Und in diesem Rahmen werden wir uns sicherlich in den nächsten 2 Jahren, und das gilt übrigens in allen Bereichen, technisch, vergaberechtlich, prozessual in einem Transformationsprozess befinden. Deswegen ist es auch so wichtig, wie Herr Hagel sagt, früh anzufangen, weil man sehr, sehr viele Dinge quasi auch gemeinschaftlich und auch in den Prozessen und in der Verwaltung lösen muss. Die zweite Antwort darauf ist, ich glaube, es ist kein Schwarz-Weiß-Denken, also es gibt nicht diese Plattform und da bin ich drin oder draußen, sondern es geht auch immer um die Frage, um was muss ich denn eigentlich tatsächlich schützen, also A, schützenswerte Daten. Zum anderen aber auch etwas, was euch auch hinlänglich diskutiert wird, die hoheitliche digitale eindeutige Identität. Und die brauche ich auch in einem Multicloud-Universum, die brauche ich auch in einem Multiplattform-Universum, weil so eine Identität kann nur einmal existieren, gibt uns aber auch eine Chance, die Dienste der Plattform mit zum Beispiel Public Cloud-Diensten zu kombinieren oder mit den Diensten der IT-Dienstleister aus ihrem Rechenzentrum. Ich muss nicht alles in dieser Plattform kontrahieren, nur das, was ich da tatsächlich schützen muss, und kann sie interagieren lassen, zum Beispiel bei allen Prozessen, die Bürger betreffen. Ich kann die Performance, ich kann den Prozess und den technischen Ablauf, zum Beispiel einen Führerschein zu beantragen, durchaus in einem nicht so hochgeschützten Environment haben, kann aber die identitäts- und personenbezogenen Daten
wiederum in der souveränen Cloud ablegen und habe somit die Kombination aus beiden. Ja, Sie ja, hatten gerade erwähnt. Darf ich da kurz was ergänzen, weil Sie zu den Kommunen gerade was gesagt haben. Und ich glaube, es ist eine gute Chance für Kommunen, auch kleinere Kommunen, dementsprechend standardisierte Prozesse und Services nutzen zu können, wenn man sich zusammenschließt, wenn man tatsächlich diesen gerade dargestellten Plattformgedanken nimmt und tatsächlich sich mehrere kleine Kommunen zusammenschließen und sagen, bei den und den Prozessen hinsichtlich Bürgerverfahren oder sonstige Themen einigen wir uns auf Standards, dann kann ich über viele Kommunen die Kosten eines dementsprechenden Cloud-Services skalieren. Das heißt also, für die einzelne Kommune wird es viel billiger, den gleichen Service zu konsumieren. Insofern ist es eine sehr große Chance aus meiner Sicht für kleinere Kommunen tatsächlich hier State-of-the-Art Technologie zu nutzen, um in ihrer Kommune tatsächlich auch digitale Services sowohl nach innen als auch nach außen anbieten zu können und dementsprechend effizient agieren zu können und dementsprechend logischerweise auch effizienter mit Haushaltsmitteln umgehen zu können. Also ich sehe es als sehr große Chance. Das vielleicht noch als Ergänzung dazu. Ja, danke, Herr Hage. Ich habe eine Frage noch an Herrn Wels. Sie haben gesagt, VS, NFD, auch höher, Fragezeichen? Vorgesehen momentan in der Plattform nicht. Wir als Delos Cloud GmbH werden uns höher aufstellen im Sinne von, was das Setup und die Betreuung der Firma betrifft. Aber in der Plattform selber ist es, entschuldigen Sie bitte, ist es erstmal VSNFD. Okay. Wie viele Usern rechnen Sie denn nach einem Jahr Betrieb, wenn wir mal sagen, Sie fangen Anfang 24 an, dann Anfang 25, da haben Sie doch sicherlich eine Vorstellung, wie viele User dann auf Ihrer Plattform tätig sein werden? Extrem schwer zu beantwortende Frage, vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass es ja da auch noch keinerlei vertragliche oder sonstige Vereinbarungen gibt. Ich glaube, man muss das unterscheiden. Wir werden unserer Meinung nach, und da gibt es wahrscheinlich viele Zwischenstufen davon, in drei großen Wellenbewegungen sehen. Wir werden sehen, dass Software, die heute schon eingesetzt wird, bleiben wir mal bei klassischen E-Mail-Client oder auch bei SAP-Applikationen, portiert werden wird. Und mit diesen Usern drinnen, in der zweiten Stufe, werden wir, glaube ich, Modernisierung von Applikationen, auch von Open-Source-Applikationen, die öffentliche Hand dort selber entwickelt, auf der Plattform sehen. Und in der dritten Stufe gehen wir davon aus, dass wir die Mehrwertdienste, also spezifische, industriespezifische Dienste auf der Plattform werden etablieren können, die dann eben auch zum Beispiel künstliche Intelligenz und so weiter nutzen. Daher ist die Antwort, wir haben schon die Hoffnung, dass wir die Nutzerzahlen, die heute ein Office, ein SAP-Arbeitsplatz in der öffentlichen Verwaltung nutzen und das schon tun, von den jeweiligen sehr verteilten und in Silos sitzenden Rechenzentren und Arbeitsplätzen auf der Plattform konsolidieren. Und das entspricht dann ziemlich genau den Nutzerzahlen, die wir denn heute auch kennen dazu. Ja, danke. Ich habe noch eine ganz kurze, detaillierte Nachfrage. Sie hatten gesagt, in erster Linie Bund, Länder und Kommunen, auch kleine Kommunen. Ich habe jetzt in der Antwort nicht rausgehört, den Teil meiner Frage, ob es auch Unternehmen möglich sein wird, ihre Infrastruktur zu nutzen, die einen Bezug zum öffentlichen Dienst haben. Da gibt es ja so eine Art Twitter, sprich Behörden, die einfach in eine GmbH umgemodelt wurden. Da gibt es noch die Form einer Anstalt, es gibt sogar die Form einer AG. Sie hatten erwähnt Krankenhäuser, das sind ja teilweise auch privatwirtschaftliche Organisationen, aber trotzdem die öffentliche Aufgaben erfüllen. Wird das fließend sein, die Grenze? Wer legt das fest? Legen Sie das als Delos selbst fest? Wer kann kommen und wer nicht? Oder gibt es da irgendeinen Beirat, wo einer von der Regierung drin sitzt und sagt, den wollen wir nicht? Ja, es ist sogar noch ein bisschen schärfer. Es ist am Ende des Tages wirklich die Entscheidung der Regierung, der Verwaltung, wie man da drin haben will. Das hat auch mit dem Schutzbedarf und VSNFD zu tun. Die Grenze ist aber tatsächlich fließend. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Monaten und Jahren relativ viele Diskussionen führen. Ich glaube, je weiter man von der Kernverwaltung wegkommt, sollte man auch eins bedenken. Also die Plattform wird natürlich höhere regulatorische Zugriffsmöglichkeiten für bestimmte Einrichtungen der öffentlichen Hand haben. Nicht zuletzt das BSI oder die LSIs. Und da stellt sich dann irgendwann, glaube ich, für ein privatwirtschaftliches Unternehmen die Frage, ob man denn das auch überhaupt möchte. Zweitens sind wir
naturgemäß in einer souveränen Cloud erstmal auf den deutschen Rechtsraum beschränkt. Das ist nun, sobald ein Unternehmen international tätig ist und kommuniziert, nicht zwingend die beste Grundvoraussetzung. Ich glaube aber ganz allgemein hin, dass wir uns mit der Kernverwaltung in Deutschland schon alle gemeinsam ein relativ großes Projekt vorgenommen haben. Und alles andere in der Kurzform ist dann eine Abstimmung zwischen dem Bedarfsträger der deutschen Verwaltung und der Delos, ob es denn technisch möglich ist, ob es inhaltlich sinnvoll ist und ob es denn regulatorisch passt. Ja, sehr gut. Vielen Dank für die Antwort. Es gab vor vielen, vielen Jahren schon mal so eine Diskussion, ob man nicht ein Rechenzentrumsverbund auch mit dem Bundesrechenzentrum GmbH der Bundesregierung in Wien machen könnte, alleine auch wegen der Georeferenziertheit. Das heißt also, ich muss ja, wenn ich verschiedene Rechenzentren habe, Geologie und also die teutonischen Gefahren, die da eventuell aus dem Erdbodenbereich kommen, berücksichtigen, um da in der Lage zu sein, den Ausfall eines Rechenzentrums zu kompensieren. Ja. Gut, ich habe eine Frage an Herrn Hagel noch. Das ist ja eine tolle Initiative, die die SAP zusammen mit Microsoft da aufgegriffen hat. Ich glaube, ja auch eng begleitet von einigen Herren. Also in der IT gibt es leider nicht so fürchterlich viele Frauen in Führungspositionen, aber jedenfalls einigen Herren aus dem BMF und BMI im Diskussionsprozess begleitet zumindest. Jetzt mittlerweile hat sich aber ein ganzes Bewerberfeld gebildet, dass dieses Thema einer digitalen souveränen Cloud oder einer souveränen Cloud besetzen möchte. Da ist noch ein bisschen unklar, was die AWS da so genau profiliert macht. Sehr profiliert haben sich Google und Telekom gemeinsam, die durchaus auch souveränen Versprechen machen. Dann ist da noch mit unterwegs jetzt ein deutsches Unternehmen namens Secunet. Und ich glaube, auch Oracle hat sich irgendwie geräuspert darüber, dass man in diesem Markt mitwirken möchte. Wird Ihnen der frühe Zeitpunkt des Starts da einen Marktvorteil bringen? Und wie stark sehen Sie überhaupt da eine Wettbewerbssituation, Herr Hagel? Da wird doch der SAP-Vorstand ausgiebig drüber nachgedacht haben. Also, erstmal schauen wir an der Stelle logischerweise auf uns und versuchen unser Angebot dementsprechend so an den Markt zu bekommen, dass unsere Kunden das konsumieren können. Auf der anderen Seite ist es uns durchaus bewusst, dass wir auf der Wegstrecke sicherlich nicht die einzigen sein werden, die ein irgendwie geartetes Angebot am Ende des Tages anbieten werden. Und Herr Welz hat es auch schon gesagt, es wird sicherlich auch in irgendeiner Form Mischformen geben zwischen hybrider oder in einer hybriden Nutzung von Public Cloud Services und souveränen Cloud Services. Insofern sind wir uns da durchaus bewusst und waren es uns von Anfang an bewusst, dass wir uns in eine Wettbewerbssituation bewegen. Und ich sagte es ja auch eingangs, ich glaube, es ist auch aus Kundensicht absolut notwendig und wichtig, Wahlfreiheiten zu haben. Und daher wird man sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickeln wird und wer am Ende des Tages welches Angebot tatsächlich am Markt positionieren kann. Und daher sehen wir dem Ganzen erstmal tatsächlich gelassen entgegen, machen unsere Hausaufgaben. Und das ist das Wichtigste, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen, dass wir am Ende des Tages das Angebot, das wir jetzt hier skizziert haben, gemeinsam mit der Delos Cloud GmbH, tatsächlich auch so am Markt positioniert haben, dass es auch genutzt werden kann. Und alles andere schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ja, also Herr Hagel, ganz herzlichen Dank und Herr Welz auch. Wir haben jetzt unsere Hausaufgaben bis hierhin gemacht, denke ich. Wir haben eine Menge Informationen zusammengetragen und Sie haben meine Fragen alle beantwortet. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, es ist eine erste Orientierungshilfe für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, insbesondere und natürlich aus der öffentlichen Verwaltung, die zwar immer was hören, was da so geplant ist und was da so gemacht wird, aber denen, glaube ich, bisher die konkrete Vorstellung gefehlt hat, außer mit denen Sie natürlich da verhandelt und gesprochen haben. Aber das ist ja nicht die Masse der öffentlichen Verwaltung, die Land auf Land ab da auf sicherlich irgendwie eine Initiative wartet, um diese offene Frage der digitalen Souveränität zu erledigen. Wir haben ja auch heute, Sie hatten das, Herr Welz, angesprochen, nicht nur die Problematik
sind die Hyperscaler eigentlich ein Hindernis für die digitale Souveränität? Das ist ja die Grundfragestellung. Ja. Wir haben ja heute noch ein ganz anderes Problem. Wir haben ja heute noch, wie soll ich das jetzt sagen? Also infolge des Ukraine-Krieges haben wir ein völlig neues Szenario, was die IT-Sicherheit angeht. Und wir lernen ja, glaube ich, jeden Tag, nicht nur aus der Ukraine selbst, sondern mittlerweile auch aus Deutschland, was da alles machbar ist und wie hybrid die Angriffe sein können, die durch Firmen kommen, die durch Sabotage kommen und so weiter und so fort. Da wird sicherlich auch nochmal eine Anstrengung notwendig sein, die äußere Sicherheit dieser digitalen Souveränität einfach im Sinne von Physik, ja, herzustellen. Das war mein Abschlusswort. Ich bedanke mich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich bedanke mich ganz besonders bei Herrn Hagel und Herrn Welz und grüße alle aus Berlin und gebe zurück ins Studio. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Proll, vielen Dank, Herr Hagel und vielen Dank, Herr Welz. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich auch bei Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Schön, dass Sie heute dabei waren. Wir sind jetzt am Ende der Veranstaltung angekommen, aber gleich morgen geht es hier beim digitalen Start online weiter. Dann mit einem Thementag zum heißen Herbst. Schalten Sie gerne wieder mit ein. Informationen und die Anmeldung dazu und natürlich auch weitere Terminhinweise gibt es wie immer auf digitaler-start.online. Ich verabschiede mich jetzt für heute und wünsche Ihnen alles Gute.